Hallo und willkommen bei Tutorial Live TV. Heute möchte ich euch den Mozilla Firefox etwas näher erklären. Dazu öffnet ihr einfach den Mozilla Firefox und ihr landet hier auf eurer Startseite. Wie ihr die Startseite einrichtet, zeige ich euch später. Zuerst fangen wir mit den Lesezeichen an. Was sind Lesezeichen? Lesezeichen sind einfach kleine Symbole oder Symbole mit den Namen und ihr landet automatisch, wenn ihr auf das Lesezeichen klickt, auf einer Webseite. Die Lesezeichen befinden sich hier oben in dieser Leiste. Falls ihr die Leiste nicht aktiviert habt, klickt einfach rechtsklick auf so ein Symbol und macht das Häkchen rein für Lesezeichen Symbolleiste. Wie erstellt man ein Lesezeichen? Ihr geht einfach auf die beliebige Homepage, von denen ihr ein Lesezeichen haben wollt, und nehmt dann hier oben den Tab, mit linker Maustaste draufbleiben und hier in die Lesezeile reinziehen und auslassen. So habt ihr jetzt das Lesezeichen Google hinzugefügt. Wenn ihr jetzt auf das Lesezeichen klickt, landet ihr automatisch auf dem Lesezeichen, also auf der Homepage des Lesezeichens. Ihr könnt das Lesezeichen weiter einstellen, indem ihr Rechtsklick macht, Eigenschaften, und hier könnt ihr einen Namen vergeben und die jeweilige Adresse der Webseite. Hier natürlich www.google.de. Ihr könnt noch Schlagwörter hinzufügen, Schlüsselwort und eine Beschreibung und dann auf Speichern klicken. Angenommen, ihr möchtet jetzt keinen Namen wie hier, dass mehr Lesezeichen an euren Firefox passen, so macht ihr einfach, markiert den Namen, drückt entfernen und speichert das Ganze. Somit habt ihr den Namen weg und es passen mehrere Lesezeichen in euren Firefox. Das Lesezeichen könnt ihr wieder löschen, indem ihr rechts macht, löschen. Ihr könnt es aber auch kopieren, ausschneiden und noch mehr. Okay, löschen. Jetzt könnt ihr noch mehr hinzufügen. Angenommen, ihr möchtet mehr Übersicht von euren Lesezeichen. Somit könnt ihr eine neue Trennlinie wie hier oder hier. Könnt ihr eine neue Trennlinie einfügen. Da klickt ihr einfach rechtsklick in das Freie, neue Trennlinie, und somit habt ihr hier eine neue Trennlinie. Ihr könnt die Trennlinie aber auch verschieben. Ihr geht auf sie rauf, links, linke Maustaste, und verschiebt sie hier zwischen die Symbole. Dann die Trennlinie löschen mit Rechtsklick. Rechtsklick löschen, genau. Ihr könnt auch hier einen neuen Ordner hinzufügen. Neuer Ordner. Da könnt ihr mehrere Lesezeichen in einen Ordner packen, damit mehr Übersicht ist. Ihr könnt den Ordner einen Namen vergeben, den nennen wir jetzt Test, Beschreibung, Test für YouTube und hinzufügen. Somit haben wir hier einen Ordner Test. Ihr könnt jetzt Lesezeichen in den Ordner verschieben. Ihr packt einfach ein Lesezeichen, linke Maustaste, geht über den Ordner und lasst die linke Maustaste aus. Somit habt ihr hier, wenn ihr auf den Ordner klickt, den Reiter Headhunters oder die beliebige Webseite. Ihr könnt das Lesezeichen wieder aus dem Ordner nehmen, indem ihr Rechtsklick darauf macht und löschen klickt. Okay. Ordner wieder löschen. Rechtsklick löschen. Ihr könnt die ganzen Lesezeichen auch nach Namen sortieren, indem ihr wieder in das Freie klickt und nach Namen sortieren klickt. Hier findet ihr noch mehr Eigenschaften, also mehr Auswähleigenschaften für die Einstellungen. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt, der Vor- und Zurück-Button hier. Angenommen, ihr wart auf einer Seite und habt vergessen, dass ihr auf der letzten Seite etwas vergessen habt zu markieren oder kopieren. Damit klickt ihr einfach auf den Zurück-Button und ihr landet wieder auf der vorherigen Seite. Damit ihr das wieder rückgängig machen könnt, klickt ihr den Vorwärts-Button und ihr landet wieder auf der vorherigen Seite. Das wären die Buttons.
Jetzt gehen wir zu der Adresszeile. Hier diese Zeile. Jede Webseite hat eine Adresse wie jedes Haus. Okay. Angenommen Amazon. Amazon hat jetzt die Adresse www.amazon.de. Also wenn ihr jetzt die Adresse genauer wisst von einer Webseite, gebt ihr einfach ein amazon.de und landet automatisch auf dieser Seite. Oder zum Beispiel ebay.de und landet automatisch bei eBay. Okay. Das wär's mit der Adresszeile. Jetzt haben wir rechts so Symbole. Ihr könnt eure Symbole automatisch selber anpassen, indem ihr rechtsklick auf ein Symbol macht, anpassen und hier habt ihr mehrere Symbole. Ihr möchtet ein Symbol hinzufügen, so klickt einfach auf das Symbol, linke Maustaste und zieht es hier rechts rein. Somit habt ihr hier das Symbol in Firefox. Ihr möchtet das Symbol wieder löschen, einfach das Symbol packen und wieder reinziehen. Okay. Symbole, was ist das? Okay, zum Beispiel dieses Home-Zeichen. Wenn ihr eure Startseite festgelegt habt, das zeige ich dann noch, kommt ihr automatisch, wenn ihr das Home-Button, wenn ihr dann klickt, kommt ihr automatisch auf eure Startseite. Oder hier die Downloads. Hier seht ihr dann alle Downloads, die ihr mal gedownloadet habt, außer ihr habt die Liste geleert wie ich. Okay. Jetzt kommen wir zu den Leisten. Zum Beispiel hier haben wir die Lesezeichenleisten oder die Adressleiste. Die könnt ihr einstellen, indem ihr auch auf die Symbole einen Rechtsklick macht. Und hier entweder die Menüleiste, das wären hier oben Datei, Bearbeiten oder Ansicht und weiter. Das Ganze befindet sich aber auch, wenn ihr dann die Menüliste deaktiviert, hier alles unter den Reiter Firefox. Den erkläre ich später. Okay, weitere Leisten sind hier die Navigationssymbolleiste, das ist hier die Adressleiste. Jetzt ist die Adressleiste verschwunden und hier natürlich die Lesezeichensymbolleiste. Okay, das wären jetzt die Leisten. Gehen wir zum nächsten Schritt, die Einstellungen. Ihr klickt einfach hier auf den Firefox und hier werden mehrere Sachen aufgelistet. Fangen wir an mit dem ersten, neuer Tab. Tab ist eigentlich das, wie hier oben, ihr habt mehrere Tabs geöffnet, Beispiel Google, Firefox, YouTube oder sonst was. Neuer Tab könnt ihr auch öffnen, indem ihr hier auf das Plus klickt oder Firefox, neuer Tab, okay. Dann neuer Tab, neues Fenster, sagt schon der Name, es wird ein ganz neues Firefox-Fenster geöffnet, seht ihr hier. Bei neuer Tab und Datei öffnen, wählt ihr dann ein Dokument aus und das öffnet ihr dann automatisch, zum Beispiel nicht mit Word, sondern mit eurem Firefox. Next Trip im privaten Modus. Private Modus ist sehr gut. Zum Beispiel, ihr habt mehrere Leute auf einem PC und ihr wollt nicht, dass der andere die Seiten sieht, die ihr mal aufgerufen habt. So startet ihr automatisch im privaten Modus. Und im privaten Modus könnt ihr jetzt auf alle beliebigen Seiten gehen, ohne dass das gespeichert wird, auf welchen Seiten ihr mal wart. Ihr könnt den privaten Modus dann nicht mehr beenden, doch ihr könnt den privaten Modus beenden, indem ihr einfach wieder auf Privatmodus beenden klickt. Okay, dann unter Suchen könnt ihr auf der Webseite, wenn ihr zum Beispiel ein Wort auf der Webseite sucht, könnt ihr es hier unten in der Leiste eingeben, zum Beispiel auf dieser Webseite jetzt Google, dann seht ihr hier auf der Webseite das gesuchte Wort grün markiert. Ganz logisch.
Ihr könnt die Adresse wieder löschen, also die Leiste hier unten wieder löschen, indem ihr auf das X klickt. Unter Seite speichern unter wird die aktuelle Seite, auf der ihr euch befindet, auf euren PC gespeichert als HTML oder HTML-Datei. Und wenn ihr dann auf die Datei klickt auf euren Computer, landet ihr automatisch auf der Webseite. Okay. Drucken ist ganz logisch. Es druckt dann automatisch die Seite, auf der ihr euch befindet. Druckvorschau und Seite einrichten muss ich jetzt nicht weiter erklären. Dann unter Webentwickler ist jetzt zu umfangreich. Da könnt ihr euch selber ein wenig spielen, wenn ihr euch interessiert für das komplizierte Zeugs. Okay, der nächste Schritt ist das Vollbild, ganz logisch. Ihr klickt auf Vollbild und ihr habt hier oben die Adresszeile und der Fensterrand nicht mehr. Außer ihr klickt nach oben, dann habt ihr hier ein wenig, kommt die Adresszeile runter. Ihr könnt das wieder beenden, indem ihr einfach hier auf das Symbol klickt. Dann habt ihr wieder das volle Fenster. Okay. Unter jetzt synchronisieren. Das funktioniert jetzt nicht. Das müssen wir dann unter den Einstellungen noch einstellen. Ganz logisch dann der Button beenden, beendet den Firefox. Hier haben wir auch die Lesezeichen. Könnt ihr auch die Lesezeichen nochmal einstellen. Unter Chronik, das ist hier euer Firefox alles, also die ganze gesamte Chronik anzeigen oder die ganzen aufgerufenen Seiten oder Tabs, kürzlich geschlossene Tabs und. Unter Downloads öffnet sich das Downloadfenster hier auf diesem Symbol. Dann unter Add-ons, jetzt wird es interessant. Add-ons, hier sind eigentlich die sinnvollsten Add-ons, die ihr installieren könnt. Dann mache ich doch noch mal ein extra Tutorial über die Add-ons. Erscheinungsbild ist einfach das Design von eurem Firefox. Ich habe jetzt auch nicht das Standard Firefox Design. Es ist ein wenig dunkler, meins. Ich zeige euch auch im nächsten Tutorial, wie man das installiert. Dann die Plugins, das zeige ich euch auch. Die werden automatisch installiert von irgendwelchen Programmen auf eurem PC. Okay. Dann unter Hilfe habt ihr hier noch ja die Hilfe. Da landet ihr dann auf einer Firefox-Seite, wo ihr Fragen beantwortet bekommt. Erste Schritte von eurem Firefox. Informationen zur Fehlerbehebung, auch wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Feedback senden, sagt alles. Mit deaktivierten Add-ons neu starten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Add-ons deaktiviert habt und ihr müsst den Firefox zur Deaktivierung der Add-ons neu starten, klickt einfach hier auf diesen Link. Und über Firefox zeigt es hier eure Firefox-Version an. Also eure Firefox-Version, welche ihr habt, und es steht dort, ob ihr Firefox aktuell ist. Wenn nicht, ladet es automatisch die neue Version runter. Okay. Das wäre jetzt der Teil 1. Teil 2 kommt gleich. Bis später.